Da bin ich wieder mit einem neuen Video. Ich weiß, ich habe im letzten Video am Ende des Videos gesagt, wir sehen uns gleich. Für mich ist es gleich, für euch ist es der nächste Tag. So. Wir spielen heute weiter. Letztes Video zweimal gewonnen, einmal verloren. Einmal ein bisschen unlucky gewesen. Und wir gehen gleich mal ins erste Match. Bis gleich. So, Urban Central. Meine Lieblingsmap in Rocket League. Wir spielen mit Eo Lego. Gegen Axel Blaze und ich versuche den Namen später mal auszusprechen. Einen kleinen Schuss. Hätte gebackflippt. Ich kann hier den Boost von denen nehmen. Ein bisschen Druck vielleicht machen zum Teammate. Schön. Schade. Kann ich schießen. Leider nicht drin. Ich werde hier auch wieder den Boost nehmen. Ah, ich habe versucht, um ihn rumzuspielen. Mein Mate. Ich muss aufpassen hinten. Mal über den rüber. Ah, ich habe versucht, rüber zu spielen, aber der Gegner hat es gelesen, tatsächlich im letzten Moment. Gut, einer played. Da muss er dann aber auch nachgehen, auch wenn er keinen Boost hat. Da wieder an ihm vorbei. Nehmen wir ihn rum. Nehmen wir ihn. Ich glaube, er hat mich gebumpt und ist dadurch konnte er den Ball nicht mehr halten. Das ist auf jeden Fall besser, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, das war nicht der perfekte Touch. Oh, schön gemacht vom Mate. Schön gefollowt, bisschen risky, aber okay, Eigentor vom Gegner. Ich dachte zuerst, der Ball wäre drin, deswegen bin ich da so hinterher, aber gut, unlucky, aber Glück im Unglück, würde ich sagen. Kickoff, wenn ich werde mir hier den Boost nehmen. Ich kann den Ball hier blocken. Ich fahre zurück. Mate kann rauf. Wäre ein bisschen früher gegangen. Hätte mir ein bisschen mehr vertraut. Dann hätten wir hier vielleicht einen Schuss bekommen können. Kann er dafür selber aerialen? Nice try. Hier einfach mal schießen. Ein guter Schuss. Auf jeden Fall Full Boost. Ich habe das zu respektieren. Fahr zurück. Mate sollte raufgehen. Schön. Einmal über ihn rüber. Ah, leider war der Ball zu lange in der Luft. Oh, nicer Beat von meinem Mate, aber ich habe nicht damit gerechnet. Geht da zum Ceiling. Guter 50, nice try. Wird hier einmal nur kurz. Ah, okay. Ich habe gehofft, er spielt ihn ein bisschen anders. Ich werde hier auf jeden Fall gejagt vom Mate, der will meinen Arsch. Darf ich wahrscheinlich auf YouTube nicht sagen, aber ich krieg sowieso kein Geld für die Videos, also muss ich es nicht rausschneiden, alles gut. Und Livy Rupp hat das Spiel verlassen und damit haben wir das erste Spiel auch wieder relativ zügig gewonnen. Wir gehen ins nächste, bis gleich. So, wir melden uns zurück aus Manfield. diesmal haben wir Livy Rupp im Team gegen Redline, Chrome und Uravinalav. Gucken wir mal, wie das laufen wird. Livy Rupp muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich habe ihn eben gerade spielen sehen, da habe ich schon einige Rotation Mistakes und so von ihm gesehen. Aber diesmal weiß ich im Vorhinein halt Bescheid. Kann er den vielleicht try. Ich werde hier einfach mal ein bisschen Druck machen. Ich habe jetzt keinen Boost. Ich werde hier nur die Pets schnell einsammeln.
Guter 50. Wichtig, dass ich hier den Boost kriege. Gute Kontrolle von Levirup. Levirup, wie auch immer. Ah, kein guter Schuss von mir. Hat mein Mate leider nicht, schade. Eins gegen eins jetzt, aber hat glaube ich keinen Boost. Macht er trotzdem sehr gut. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Ich habe es ganz kurz innerlich bereut gehabt, ihnen ein 1 gegen 1 zu geben. Aber alles gut gegangen, alles gut gegangen. Okay, ich werde jetzt hier den Kickoff machen. Versuche den nach rechts zu spielen, weil der gegnerische Mate nach links gefahren ist. Nicht den besten Touch bekommen. Na, ich werde hier mal zurückfahren. Levirup versucht wieder und macht den rein. Also er spielt definitiv um einiges besser als im ersten Game, wo ich ihn als Gegner hatte. Und das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Ich weiß ja nicht, was der letzte Mate von ihm gespielt hat. Also ich habe ja schon gesehen, wie er gespielt hat, aber kleines Missverständnis hier. Weil er die wahrscheinlich. Okay. Ich wollte ihn eigentlich blocken, aber er hat, glaube ich, gedacht, ich werde einen Instant-Touch haben. Wahrscheinlich war ich für ihn so hinterm Ball, dass er mich nicht gesehen hat. Und das hat ihn wahrscheinlich verunsichert. Ich habe immer noch 12 Boost, ich kann hier immer noch zumindest ein bisschen Druck machen. Zumindest habe ich sie ein ganz klein bisschen verunsichert. Wenn wir hier jetzt vorne den Boost nehmen, wenn er noch mal einmal toucht, schön. Ah, my bad. Auch schade. Wir haben auf jeden Fall Chancen, ihn hier noch höher zu führen. Ich werde hier mal Fake challengen. Jetzt einmal raufgehen. Ah, ich konnte ihn leider nicht bumpen. Mate hat den über ihn rüber gespielt. Kann Levirup den reinmachen? Ich denke mal schon. So kann's laufen. Mal über ihn rüber gespielt. Ah, hat er gut gefiftet. Ich kann mir hier den Boost nehmen. Das war knapp. Ich hätte beinahe meinen Mate gegrieft. So, ich werde hier auf jeden Fall einmal kurz warten. Na, schade. Ich habe gehabt, der 50, den nehme ich rein. Ich habe leider keinen Boost. Spielen ihn auf die Seite. Das hat meinem Mate mehr geholfen, als dass er ihn durchgelassen hätte. Ich werde hier einfach mal nicht zum Ball gehen. Hab natürlich auch wieder göttlich die Boost-Pads verpasst. Zwei Boost-Pads holen, hier hinten reinstellen. Einmal die Demo ausweichen. Ich werde hier einfach nur bumpen. Mein Mate kann jetzt ran. Mal an ihm vorbeispielen. Hauptsache, die können hier nicht zum Tor fahren. Gute Challenge von meinem Mate. Schön weiter Druck gemacht. Ich werde mich hier positionieren. Ah, gut. Hat er gut gemacht. Ah, ich habe gehofft, ich erwische ihn noch. Ein bisschen zu viel geträumt. Sag ich, wie es ist. So. Ich wusste, dass ich den zumindest touchen kann. Fake jumpe hier nur.
Einfach alles nur, um die nervös zu machen. Uff. Er wird. Schön gemacht. Schön gemacht. Und wunderbar. Wunderbar von meinem Mate. So kann das laufen. Ich spiele den Ball in die Mitte und er hat das Vertrauen gehabt und geht zum Ball und damit das 5:1. Ich glaube, 2 Siege. Damit können wir das Video diesmal beenden. Das passt. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Es war mir eine große Ehre wieder mal. Es war mir ein Fest, euch das, die Spiele hier wieder zu präsentieren. Ja, was bleibt mir abschließend zu sagen? Like das Video, falls es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und Peace.